Auch wenn wir es nicht gerne sagen, aber die Verletzungen gehören einfach dazu. Und es ist sicher auch, dass du dort einfach mental stark bleibst und dich wieder so zurückkämpfst, wo du gewesen bist. Besonders wichtig in meiner Sportart ist sicher, dass du sehr eine ehrgeizige Person bist und auch sehr lernfähig, wo kannst Kritik aufnehmen und das auch dann umsetzen. So wie du musst sehr einen starken eigenen Willen haben, um das Ziel zu erreichen, das du dir gesetzt hast. Wenn ich mir das Ziel in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Einer meiner grössten sportlichen Momente ist sicher die Junioren-Weltmeisterschaft, wo ich gerade zweimal für mich entscheiden konnte. Also ohne die Unterstützung der Sporthilfe wäre es gar nicht möglich, so weit zu kommen. Es wäre sicher eine sehr grosse Freude für mich, wenn ich Nachwuchsathletin vom Jahr werden würde. Und es wäre zusätzlich eine riesige Motivation. Und jetzt auch, gerade wegen dieser Verletzung, jetzt wieder zurück an die Spitze und dort, wo ich aufgehört habe, weiterzumachen.